Führerschein mit Sicherheit. Willkommen bei der Fahrschule Kreiter. Seit 60 Jahren setzen wir Trends in Sachen Führerschein, Weiterbildung und Verkehrssicherheit. Wir bilden alle Führerscheinklassen aus, ohne Wenn und Aber. Gerne auch mit AZWV-Bildungsgutschein. Vom Mofa bis zum Berufskraftfahrer, bei uns sind Sie richtig. Profitieren auch Sie von unserem hauseigenen Verkehrsübungspark auf 12.000 Quadratmetern geschützter Trainingsfläche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren Sie gern unverbindlich über unsere Leistungen. Kreiter bringt Sie weiter. Ihre persönliche Fahrschule in Siegburg, St. Augustin und Loma. In Paris wurde zum 10. Mal der Europäische Erfinderpreis vergeben. Der wichtigste Preis für Innovationen in Europa. An der großen Gala zur Jubiläumsveranstaltung nahmen viele hochrangige Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Forschung teil. Gastgeber im Palais Brongniart der historischen Pariser Börse war Benoît Battistelli, Präsident des Europäischen Patentamtes. Das Jubiläum macht uns sehr stolz, denn die Verleihung des Erfinderpreises wird immer populärer. Sie verschafft den Teilnehmern Aufmerksamkeit, was ja auch unser Ziel ist. Der Europäische Erfinderpreis ist die wichtigste Auszeichnung für Innovationen in Europa. Die nominierten Erfinder unterstreichen Europas Rolle als Innovationsstandort und führende Technologieregion. Für den Erfinderpreis waren insgesamt 15 Ingenieure und Wissenschaftler in 5 Kategorien und für den Publikumspreis nominiert. Die Finalisten kommen aus so unterschiedlichen Bereichen wie Medizin, Kommunikations- und Umwelttechnik. So, the winner is Ludwig Leibler. Den Preis in der Kategorie Forschung gewann der Franzose Ludwig Leibler für einen umweltfreundlichen Kunststoff, sogenannte Vitrimere, die nicht nur recycelbar sind, sondern sich unter Hitze auch reparieren lassen. Ich bin überrascht und sehr glücklich. Ich hatte mich immer als Forscher gesehen. Den Erfinderpreis neben all diesen klugen Menschen zu gewinnen, ist eine riesige Freude. Das Europäische Patentamt vergibt die Auszeichnung an Erfinder, die einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Fortschritt geleistet haben. Laura van Veer. Die Holländerin Laura van Veer hat einen genbasierten Gewebetest entwickelt, der bereits im Frühstadium bei Brustkrebs zuverlässig Auskunft geben kann, ob eine Genesung auch ohne Chemotherapie möglich ist. Ich bin sehr aufgeregt und fühle mich geehrt. Die Verleihung des Europäischen Erfinderpreises ist wirklich überwältigend. Das japanische Forscherteam Sumio Ijima, Akira Koshio und Masako Yudasaka hat in der Kategorie Nicht-europäische Staaten den Preis des Europäischen Patentamtes gewonnen. Die Forscher haben einen Herstellungsprozess für Kohlenstoff-Nanotubes erfunden. Damit können die winzigen Kohlenstoffteilchen in der Industrie und in der Biomedizin eingesetzt werden. Für sein Lebenswerk wurde der Schweizer Andreas Manns ausgezeichnet. The winner is Andreas Manns. Manns ist der Vater der Chip-Labortechnologie. Auf Basis dieser Technologie konnte unter anderem ein Zuckerschnelltest für Diabetiker entwickelt werden. Ich war so überrascht, meinen Namen zu hören, dass mir sämtliche Logik verloren ging. Ich spürte nur noch Emotionen. Den Publikumspreis, der per Online-Abstimmung ermittelt wurde, gewannen der Australier Ian Fraser und der Chinese Yan Chu für einen Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs. Die Bewerbungen für den Europäischen Erfinderpreis 2016 haben bereits begonnen.